Willkommen! In diesem Video lernen Sie, in welchem Sinne Richard Hönigswalds Verständnis des Verhältnisses von Philosophie und Sprache als Medientheorie aufgefasst werden kann. Zwar äußert sich Hönigswald nur am Rande zu technischen Medien im eigentlichen Sinne, aber die sprachphilosophischen Diskussionen des Neokantianismus erlauben eine Deutung seiner Sprachphilosophie als Medientheorie, weil Sprache und Schrift bei Hönigswald explizit als Medien begriffen werden. Die Medien Sprache und Schrift stellen dabei auch die Voraussetzung des Unterrichts dar. Mithin können Sprache und Schrift nach Hönigswald auch als Unterrichtsmedien gelten. Grundlegend für die Sprachphilosophie Richard Hönigswalds ist die begriffliche Unterscheidung von Sprache und Sprechen, die er im Rahmen einer Psychologie des Denkens eingehend diskutiert. Dabei sind Sprache und Sprechen im Rahmen von Hönigswalds neukantianischer Erkenntnistheorie immer auch auf die Kategorie des Wissens bezogen, da nur durch sie das Wissen erlangt, überliefert und also über die Medien Sprache und Schrift vermittelt werden kann. Die Sprache bestimmt sich so als der Ort alles Sprechens. Sie ist Bedingung, Repräsentant und Folge von Kultur bzw. Geschichte und insofern das Medium der historischen Vermittlung von kulturellen Gehalten bzw. von Wissen. Dabei ist im Sinne von Hönigswalds Begriff der Monas jedes Sprechen auch ein Wissen um sich, mich selbst und als solches immer monadisch. Denn jedes Ich bezieht sich als Erlebnismittelpunkt reflexiv auf sich selbst und differenziert sich dabei von allen anderen Menschen im Medium der Sprache bzw. des Sprechens. In diesem Medium wird sich ein menschliches Subjekt seiner selbst überhaupt bewusst, indem es sich selbst setzt und sich dabei reflexiv präsent wird. Dies ist als Grundlage von Hönigswalds Sprachphilosophie. Und in diesem Zusammenhang begreift Hönigswald die Sprache explizit als Medium der Selbstvergewisserung und in der Folge auch als Medium der menschlichen Verständigung. Insofern ist es auch bedeutsam, dass Hönigswald die Sprache als Mittlerin zwischen Natur und Geschichte bestimmt. Auch hinsichtlich der Zeichentheorie Hönigswalds kann hervorgehoben werden, dass die Zeichen im Medium des Erlebens als Mittel der Verständigung aufgefasst werden. Dabei vermitteln die Zeichen immer zwischen jemandem, der sie gibt, und jemandem, der sie empfängt. Die Zeichen also garantieren die Weitergabe von Wissen im Sinne einer Tradierung. Dabei reflektiert Hönigswald in der Auseinandersetzung mit Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen auch eingehend den Symbolbegriff, den er ebenfalls im Medium der menschlichen Verständigung verortet. Hier ist auch Hönigswalds Unterscheidung von Eindruck und Ausdruck zu erwähnen. Im Sprechen, das Zeichen und Symbole verwendet, findet eine Monas ihren Ausdruck, um in einer anderen Monas einen Eindruck zu hinterlassen. Ausdruck und Eindruck garantieren so die Verständigung. An einer Stelle bezeichnet Hönigswald deshalb auch die Monas, die menschliche Person, als Medium. Insofern lässt sich die gesamte Sprachphilosophie Richard Hönigswalds auch als Kommunikationstheorie deuten. Bemerkenswert ist des Weiteren, dass Hönigswald das Medium der Schrift eingehend diskutiert. Die Schrift ist dabei ihrerseits in das Medium jener Bedingungen eingebettet, die den Begriff der Sprache beherrschen. Das Medium der Schrift ist als Buchstabenschrift nach Hönigswald ein optisches Medium, weil es die Sprache und das Sprechen zur tradierbaren Substanz werden lässt und damit über Generationen hin sichtbar werden lässt. Durch die Schrift werden die hörbaren Zeichen zu haptisch-motorischen Zeichen, die nach Hönigswald durch ein zwischengeschaltetes System technischer Bedingungen im Sinne der Druck- und Maschinenschrift fixiert werden können. Diese technisch-maschinellen Systeme werden von Hönigswald zwar nicht eingehend thematisiert, aber ihre Erwähnung ermöglicht die aktuelle Erweiterung seiner
medientheoretischen Sprachphilosophie um den Aspekt technologischer Voraussetzungen von Sprache und Schrift. Richard Hönigswalds Sprach- und Medientheorie setzt mit der grundlegenden Unterscheidung von Sprache und Sprechen an. Dabei verwenden Menschen immer Zeichen und Symbole, um sich im Medium der Sprache zu bewegen. Mit Zeichen und Symbolen leisten sie einen Ausdruck, um bei anderen Menschen einen Eindruck zu hinterlassen. Insgesamt sind Sprache und Sprechen also nach Hönigswald durch die Verwendung von Zeichen und Symbolen gekennzeichnet, die als historisch begriffenes Medium der Vermittlung bestimmt werden. Im Sinne einer neokantianischen Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie sind Sprache, Sprechen, Zeichen und Symbole immer auch als Medien der kritischen Selbstvergewisserung zu verstehen. Dabei kommt Hönigswald auch eingehend auf das Medium der Schrift zu sprechen. Die Buchstabenschrift ist ihm insofern ein optisches Medium von Sprache, Sprechen, Zeichen und Symbolen, als diese sichtbar gespeichert werden können, um so auch über Generationen hin kulturelle Gehalte und mithin Wissen zu vermitteln. Die Schrift speichert also die Sprache materiell und fixiert so die Möglichkeiten der Tradierung. Dabei ist es bemerkenswert, dass Hönigswald am Rande auch technisch-materielle Systeme und Voraussetzungen von Sprache und Schrift erwähnt, die es ermöglichen, über seine sprachphilosophische Medientheorie hinauszugehen. Zentral aber sind Hönigswalds Sprachphilosophie die Medien der Sprache und der Schrift. In Richard Hönigswalds Abhandlung Philosophie und Sprache aus dem Jahr 1937 findet sich an verschiedenen Stellen der Begriff des Mediums. So begreift Hönigswald ausgehend von seiner Subjekttheorie der Monas schon das menschliche Subjekt als Medium von Sprache und Sprechen. Die Sprache ist ihm in der Folge das wichtigste Medium der menschlichen Überlieferung und Verständigung. Durch die Verwendung von Zeichen und Symbolen vermitteln Menschen intellektuelle Gehalte und Wissensbestände, weshalb sie als zentrale Medien der kulturellen Tradierung angesehen werden. Dabei übermittelt eine gegebene Monas durch ihren Ausdruck kulturelle Inhalte und hinterlässt in einer weiteren Monas einen Eindruck. Zwischen Ausdruck und Eindruck lässt sich mithin bei Richard Hönigswald auch eine Theorie der menschlichen Kommunikation ausmachen. Darüber hinaus thematisiert Hönigswald auch eingehend das Medium der Schrift, das durch die Sprache, Sprechen, Zeichen und Symbole übertragenen Inhalte sichtbar macht und über die Zeit hinweg speichert. Schrift ist insofern als optisches Medium konzipiert. Am Rande erwähnt Hönigswald auch technisch-materielle Systeme als Voraussetzung der Vermittlung und Übertragung von kulturellen Gehalten. Insgesamt ist also festzuhalten, dass ausgehend von Hönigswalds Sprachtheorie eine Medientheorie der Sprache und des Sprechens im Sinne des Zeichen- und Symbolgebrauchs rekonstruiert werden kann, die darüber hinausgehend auch auf die Rolle technischer Medien im Sinne der Druck- und Maschinenschrift verweist.